Hart und weich ist ein ganz fester Bestandteil des gesamten Wing Chun-Konzepts. Also basierend natürlich auf der Annahme, dass die uralte chinesische Philosophie von Yin-Yang sowieso in die Kampfkünste eingeflossen sind. Und aus dieser Vorannahme heraus dürfen wir auch annehmen, dass hart und weich, Yin und Yang, auch eine konkrete Realität sind. Das ist keine Mystik, das ist kein Mambo Jumbo, das ist keine Geheimwissenschaft, sondern da geht es um ganz einfache Qualitäten jeglicher Bewegung. Wir haben die fünf Elemente der Bewegung: drehen, vor und zurück, auf und ab, hart und weich, alles gleichzeitig. Das heißt, die Drehung ist der Ursprung von Yin und Yang. Dann haben wir drei verschiedene Qualitäten von Yin und Yang. Und das fünfte Element ist das Timing, die Gleichzeitigkeit. Man kann das eine von dem anderen nicht trennen. So, das heißt, wie sieht das in der Praxis aus? Wir haben verschiedene Yin und Yangs, die man natürlich auch wieder einzeln besprechen und definieren kann. Das grundlegendste Yin und Yang, das wir haben, ist Anspannen und Entspannen. Und in dem zweiten Drittel der Siolim Tao kommen genau diese beiden Elemente zusammen, um Jin oder Fa Jin, das Ausstoßen der Kraft, zu entwickeln. Wir kennen das. Viele Leute praktizieren ihre Siolim Tao so, dass der Arm am Körper gestreckt wird, nach hinten strecken, nach vorne strecken, nach außen strecken und dann werden die Gelenke durchgedrückt, gerade gehalten und das ist eine Form der Kraftanwendung, die man so nicht praktiziert. Das ist muskuläre Kraft und ein Gelenk, welches verriegelt ist ein blockiertes Gelenk. So, und die Methodik der Siolim Tao ist da ganz eindeutig. Die sagt, bei dem V-Stoß fängt das an, bring die Hand in Position, fängt locker an, schließen im letzten Augenblick. Drehen, anspannen, lösen und wieder zurück. Andere Seite, locker, anspannen, lösen, anspannen, wieder zurück. Dann haben wir in dem zweiten Drittel, was bei anderer Systematik der vierte Satz ist, locker, anspannen, wieder locker, locker, anspannen, wieder locker. Locker, anspannen, locker. Locker, anspannen, locker. Locker, anspannen, locker. Und so weiter und so weiter. Das zieht sich dann durch den Rest des Systems, bei allen anderen Techniken auch durch, mit dem Ziel, die Koordination des Körpers möglichst effizient zu gestalten. Angenommen, ich habe jetzt hier meinen Gegner. Ich habe Kontakt zu dem und zu dem Ziel, das ich verfolge, einen Kampf möglichst zu beenden und mich trotzdem auch gegen den anderen gleichzeitig zu schützen, erfordert doch, dass ich in der Lage bin, auf kürzestem Raum so viel kinetische Energie zu erzeugen, dass meine Technik erstens eine Wirkung hat und zweitens ich dem anderen nicht den Raum gebe, dass er zurückschlagen kann. Wenn ich den Kontakt zu einem Angreifer habe, hier, und ich nehme die Hand erst zurück, entsteht eine Lücke, die der andere für sich vielleicht nutzen könnte, wenn er weiß, wie es geht oder ein wenig Erfahrung hat, wie man kämpft. Dafür lernen wir Shisao, die Kontrolle über den Gegner so lange zu behalten, bis wir in der Lage sind, zuzuschlagen. So, und das ist eben genau die Spezialisierung des gesamten Wing Chun-Systems: Generierung von kinetischer Energie. Generierung von kinetischer Energie auf kürzestem Raum.
Locker, 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 anspannen, locker, anspannen, locker, anspannen. Das ist die Grundlage der Siolin Tao. Wenn dann die Schrittarbeit und das Körpergewicht und die Schwerkraft noch dazukommen, hat man eine viel, viel höhere Wirkung, weil die ganze Struktur natürlich auch durch das Körpergewicht supportet wird. Und das Training der Holzpuppe ist genau das Training, was das Konzept aus der Siolin Tao fortsetzt und man immer mit dem Kontakt zu einem Arm genau dieses Prinzip praktiziert. Dann kommt der Wechsel, locker, anspannen, locker, wechseln, anspannen, locker und so weiter und so weiter. Also hart-weich ist ein ganz, ganz fundamentales Konzept, das in der Siolin Tao bereits eingeführt wird, sich dann durch das gesamte System zieht und vor allen Dingen dazu benötigt wird, mit der Kraft des Gegners umzugehen. Ein Wing Chun, das dieses Konzept nicht kennt, weiches Wing Chun, ist unvollständig, einfach weil es den harten Aspekt der Technik einfach nicht unterrichtet. So einfach ist das. Wenn man es weiß, ist es einfach. Wenn man es nicht weiß, muss man es wieder kompensieren durch Geschwindigkeit, durch zusätzliches Krafttraining, durch Liegestützen und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, inneres Wing Chun basiert einfach auf diesem ganz, ganz tief liegenden Verständnis der Mechanik des menschlichen Körpers. Ich hoffe, das ist klar geworden. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen geholfen, diesen Aspekt zu verstehen. Wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch wieder. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Video. Vielen Dank.